Ekaterina Leonova sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Die Let's Dance-Profitänzerin überrascht ihre Fans mit einem ganz neuen Auftrittsort, dem berühmt-berüchtigten Hamburg Dungeon. Am vergangenen Freitag schlüpfte sie dort in die Rolle einer Piratenbraut und ließ dabei ihren heimlichen Kindheitstraum aufleben, die Schauspielerei. Ein neuer Schritt in eine aufregende Richtung, die Ekat schon lange fasziniert. Doch während sie sich als Schauspielerin ausprobiert, macht sie sich gleichzeitig Gedanken über ihre Zukunft als Tänzerin. Gegenüber RTL spricht sie offen darüber, dass sie als Frau im Profitanzbusiness andere Herausforderungen sieht. Ich glaube, als Mann hat man eine längere Karriere als Profitänzer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich im Alter von Christian Polans oder Massimo Sinato noch genauso viele Tanzpartner finde, die mit mir tanzen wollen. Die Schauspielerei könnte daher für Ekaterina eine spannende Alternative sein und wer weiß, vielleicht ist ihr Auftritt im Dungeon der Startschuss für eine ganz neue Karriere. Ihre Leidenschaft fürs Tanzen wird sie aber nicht so schnell aufgeben. Schließlich tanzt die gebürtige Russin seit 2013 die Herzen des Let's Dance-Publikums in Grund und Boden. Ganze dreimal konnte sie die Show bereits gewinnen. Zuletzt tanzte sie in der aktuellen Staffel an der Seite von Detlef Soest und holte sich den dritten Platz. Was denkt ihr? Sehen wir Ekat bald häufiger auf der Schauspielbühne? Oder bleibt sie ihrer großen Liebe, dem Tanz, doch noch lange treu? Schreibt es in die Kommentare.